Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in meiner Werkstatt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich diese zwei wunderschönen Schälchen glasiere bzw. mit Braunstein verzieren werde. Ich weiß, dass Braunstein von vielen verabscheut wird, einfach aus dem Grund, weil es giftig bis tödlich wirken soll. Das ist nicht ganz richtig. Braunstein ist giftig, das ist richtig, allerdings nur im pulverisierten Zustand. Wenn ihr das Ganze verflüssigt, ist das völlig unschädlich beim Auftragen, weil ihr die giftigen Staubpartikel nicht mehr einatmet und Braunstein wird bei 535 Grad bereits ungiftig und unschädlich, sodass ihr also eigentlich beim Sprühbrand schon die giftigen Bestandteile herausgefiltert habt. Also keine Sorge bei dem Bearbeiten der Gefäße mit Braunstein, das ist völlig unsinnig. Ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr Braunstein anrührt, weil es in pulverisierter Form ist, dass das mit einer Atemschutzmaske, sind wir mittlerweile alle gewohnt, erfolgt und oder draußen an der frischen Luft und wenn das verflüssigt ist, dann ist das gar kein Problem. Verwende ich eine Boots Steinzeugglasur. Das ist eine Hochbrandglasur, 1220 bis 1280 Grad, hellblau Effekt und sieht dann nach dem Brand in etwa so aus. Ich mache mir davon immer ein Muster, damit ich auch vergleichen kann, welche Farben zusammenpassen und wie die Glasuren dann letztendlich auch wirken. Das kommt in diese Schale und für die andere, die werde ich in mit Travertin, auch eine Botzglasur, auch für den hohen Bereich 1220 Grad als Steinzeugglasur zu verwenden. Die ist leicht gelblich, hat Sprenkelanteile und wird in zum Glasieren genommen. Und das Weiß ist eine Eigenkreation von mir. Damit werde ich die kleinen Margariten hier bemalen und in der Mitte einen gelben Punkt von dem Travertin noch geben. So, und dann schauen wir mal, wie es wird. Die fertigen Flüssigglasuren von Botz lassen sich wunderbar mit einem Pinsel auftragen. Die müssen nicht weiter bearbeitet werden, um sie streichfähig zu machen, wie etwa bei Pulverglasuren. Ich rühre die immer mit einem großen Stiellöffel auf, da braucht man auch kein besonderes Werkzeug zu. Ich beginne mit dem Pinsel den Boden einzustreichen und des Weiteren streiche ich dann den Rand einmal quer ein und wenn der gut angetrocknet ist, dann streiche ich ein zweites Mal drüber, allerdings in die Längsrichtung, sodass die Pinselstriche, die eventuell daraus entstehen können, dass die nicht zu sehen sind, aber das ist bei Botzglasuren eigentlich relativ unspektakulär, weil die im Brand ohnehin verschmelzen und ohnehin eine glatte Oberfläche ergeben. Thank you.
der zweiten Glasur gehe ich genauso vor, also erst den Boden, dann einmal den Rand von der Schüssel innen quer und dann nach guter Trocknungszeit streiche ich dann noch einmal längs drüber. Die äußeren Blüten nehme ich mir einen dünnen Pinsel und werde mit weißer Glasur nur die Blütenblätter ganz vorsichtig anmalen. Hier ist mir etwas übergelaufen, das ist aber auch völlig untragisch. Das wird ganz zum Schluss ohnehin alles weggewischt. Auch der Boden wird nochmal abgewischt, damit da keine Glasurreste entstehen und nachher beim Brennen wieder ansetzen. Jetzt rühre ich mir noch die Pulverglasur für die transparente Außenglasur an. Die habe ich eigentlich schon vorbereitet, immer fertig dastehen. Die muss nur gut aufgerührt werden. Die transparente Glasur muss nur einmal aufgetragen werden, das reicht vollkommen aus. Und dadurch ergibt sich natürlich nachher noch eine schöne glatte Oberfläche und das Braunstein erhält einen schönen marmorierten Charakter. Thank you.
gehe ich bei beiden Schüsseln gleichermaßen vor. Die Innenseite mit einer Butzglasur und die Außenseite dann mit Braunstein und transparenter Glasur. Nachdem ich beide Schalen gut trocknen lassen habe, wische ich sie unten noch einmal ab und dann kommen sie in den Glattbrand für 1260 Grad, werden dort insgesamt mindestens 24 Stunden verbleiben. Ich lasse den Ofen dann auch immer noch mal auf 50 Grad abkühlen, bevor ich die Gefäße entnehme. Dann sind sie natürlich schon fertig.